Das sieht jetzt so aus, als wenn wir mal Cerberus besuchen werden. Nur weil alle immer so zögern. Wir werden größere Probleme haben, Rekruten zu finden. Tessia also, hm? Huh? Die Asari wünschen sich bestimmt, sie hätten weniger Tänzerinnen und mehr Elite-Soldatinnen. Zu früh? Denken Sie dran, wir haben gerade einige Millionen Asari verloren. Nicht jetzt! Sehen Sie das? Tiptree, eine kleine Kolonie am Arsch der Galaxie. Mein Vater lebt dort. Und meine Schwester. Die Reaper kamen vor knapp 2 Wochen. Sie können also davon ausgehen, dass ich durchaus weiß, dass ein Krieg tobt, Commander. Warum dann die Witze? Weil Edi sagt, dass sie laut den Metabolismus-Scans ihrer Panzerung im Moment mehr unter Stress stehen als während des skylianischen Angriffs. Eher so wie auf Akus, als Dreschlunde den Rest ihres Trupps gefressen haben. Und bei meiner letzten Unterredung mit Anderson sagte er, ich solle mich um sie kümmern. Der Anführer des Widerstands auf der Erde macht sich Sorgen um sie und ich soll dabei helfen. Ich weiß das zu schätzen, Joker. Aber mir geht's gut. Von wegen. Sie sind doch selbst schon ein halber Roboter. Nichts für ungut, Edi. Und ich bin schuld daran. Als die Kollektoren die erste Normandy die gesprengt haben, sind sie gestorben, weil sie wegen mir zurückkommen mussten. Konnte den besten Piloten der Flotte doch nicht zurücklassen. Naja, hätte vermutlich in Ihrem Bericht schlecht ausgesehen. Kommen Sie, auf uns wartet Arbeit. Commander? Shepard, ich habe eine Frage zum menschlichen Verhalten. Das ist kein guter Zeitpunkt, Edi. Vielleicht ein Witz? Fährt ein Pinguin durch die Wüste von Arizona? Ich bin nicht in Stimmung. Eine flotte Darbietung der Marseillaise? Nein. Also gut. Ich bewahre respektvolle Stille, bis Sie etwas anderes wollen. Hallo, Shepard. Hallo, Shepard. Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Onteron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Danke fürs Zuhören, Commander. Es war eine gute Idee. Und im Moment ist es die beste Spur, die wir haben. Wie auch immer. Viel Glück. So ein Penner. Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach was. Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Ha, dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Wenn Sie das nächste Mal ein Kloster hochjagen, sagen Sie bitte Bescheid, dass Sie das Gelände verlassen haben, okay? Ich mache mir wirklich Sorgen um Sie.
Und was ist mit mir, Esteban? Ich war auch dabei. Ihre Beine sind bestimmt genauso flink wie Ihre Zunge. Keine Explosion könnte Sie einholen, Mr. Vega. Es scheint sehr anstrengend gewesen zu sein, den indianischen Reaktor zum Laufen zu kriegen. Hab schon Schlimmeres erlebt. Naja, zum Glück hatten Sie Hilfe von Captain Rileys Team. Es ist sehr traurig, was mit ihr geschehen ist. Hey, nebenbei bemerkt, ich weiß, wie es ist, wenn man so eine Pechsträhne hat. Ich weiß, das macht es nicht leichter, aber Sie sind nur ein Mensch, genau wie wir alle. Falls Sie mich damit aufheitern wollen, es funktioniert nicht, Lieutenant. Hey, alle auf dem Schiff wissen, dass Sie Ihr Möglichstes getan haben. Sie dürfen nicht so streng mit sich selbst sein. Was es auch kostet, Cerberus die Daten wieder abzujagen, wir sind dabei. Was es auch kostet, diese Sache zu beenden. Zur Kenntnis genommen. Ich bin bereit, die Erde wiederzusehen, Shepard. Oh, wenn er das jetzt schon sagt. Waren doch alles nur Lügen. Nein, waren es nicht. Meine Leute waren keine Tiere, an denen ihr Volk herumexperimentiert hat. Sie wollten mehr über ihre Geschichte wissen, Asari. Jetzt wissen sie mehr. Ich habe einen Namen.
Liara Tassoni. Und ich will, dass sie ihn ab sofort benutzen. Nein, sie sind es nicht wert. Es gab heute schon genug Tote. Sie hat einen schlechten Tag. Wie wir alle. Das war nicht alles. Rücksicht auf die Gefühle einer depressiven Asari ist unangebracht. Wir verarbeiten diese Niederlage oder wir sterben. Es war schön, einen anderen meiner Art zu sehen, auch wenn es nur ein Geist war. Noch ein Proteaner, der die Reaper bekämpft. Wenn es in diesem Krieg einen Sieg gibt, dann für alle Zyklen. Die Lebenden werden die Toten rächen. Und hadern Sie nicht mit dem Schicksal von Tessia, Commander. Der Verlust eines Planeten. Ich habe im letzten Krieg viele Niederlagen erlitten, Commander. Schöpfen Sie daraus einen Antrieb für Ihren Zorn. Ihre Asari Liara stellt viele Fragen. Man möchte fast meinen, sie hätte noch nie einen Proteaner gesehen. Sie hat... Ich bin gerade in Gedanken. Ein Proteaner gesehen. Jo. Kenneth, Sie kommentieren die Figur jeder Frau, nur meine nicht. Naja, ich... Was? Gefallen Ihnen meine Beine nicht? Gabby, das ist was anderes. Verstehen Sie? Nein, Sie Feigling, ich verstehe gar nichts. Immer machen Sie blöde sexistische Sprüche, nur damit Sie nichts Ernsthaftes sagen müssen. Gabby, bitte nicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Wir haben Verantwortung. Zeigen Sie Rückgrat, Ken. Sehen Sie sich um. Ein Morgen gibt es vielleicht nicht. Haben Sie was zu sagen oder nicht? Gabby, bitte. Wir haben eine Pflicht gegenüber dem Schiff und der Crew. Und was ist mit uns? Hören Sie sich eigentlich mal selber zu? Kenneth, Sie kommentieren die Figur jeder Frau, nur meine nicht. Naja, ich... Wir führen diesen Krieg nicht für uns selbst, Donnelly, sondern für die, die uns nahestehen. Wir haben wenig Zeit. Ich verstehe, was Sie meinen, Commander. Gabby, ich finde Ihre Beine wirklich spektakulär. Naja, immerhin ein Anfang. Commander? Energieraster im grünen Bereich. Brauchen Sie etwas, Commander? Weitermachen, Alan. Jawohl, Sir. Commander, wir haben gerade mit Liara gesprochen. Sie ist sehr stark. Ihre Welt wurde gerade in den Grundfesten erschüttert. Völlig. Adams und ich, wir haben uns gerade an Noveria erinnert. Und an den furchtbaren Tod ihrer Mutter. Liara wirkte danach völlig unbeeindruckt. Dabei muss es sehr schwer gewesen sein. Sie hat mir wochenlang Geschichten über ihre Mutter erzählt. Ja, mir auch. Ich denke, sie wird es schon schaffen. Ja. Hoffentlich. Ich bin froh, dass Sie da sind, um Sie zu trösten. Hast du das Story über Tessia schon geschickt? Nein. Ich versuche es richtig zu formulieren. Und was passiert, wenn Sie ihn unglücklich formulieren? Wenn ich Glück habe, fällt die Citadel-Börse um 2000 weitere Punkte. Und wenn Sie Pech haben? Ich weiß nicht. Ich hatte noch nie wirklich Pech. Ganz oben, über meinen Kopf. Meet me. Hat Alenko einen Kurs für den Umgang mit Medien gemacht? Er hat mich bei unserem Interview immer so emotionslos angestarrt.
Müssen wir reden, Commander? Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn... Sehr schön. Ich habe Liara noch nie so gesehen. Nicht mal nach Noveria. Würden Sie mit ihr reden? Sie kennen sie genauso lange wie wir. Und Palavan... Ich bin nur eine verdammte Erinnerung daran, wie viele gestorben sind. Sie sollten mit ihr reden. Ich spreche mit Liara. Gut. Als sie vorbeiging, sie braucht sie jetzt wirklich. Danke, Shepard. Sie mussten Rex töten? Ist das wahr? Er ließ sich nicht zur Vernunft bringen. Erst Udina und jetzt Rex. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Neues von Ihrer Familie? Sie konnten Palavan gerade noch verlassen. Sie sind okay. Wir nehmen jede gute Nachricht, die wir kriegen. Leider sind's nicht mehr. Wieso? Der Primarch und ich hatten ein hartes Gespräch. Er sagte, unsere Flotte würde dezimiert und ich habe empfohlen, jede Offensive gegen die Reaper einzustellen. Voller Rückzug? Wir können Palavan nur retten, wenn wir Schiffe für den Tigel haben. Aber wenn ich mich irre, haben viele turianische Familien nicht so viel Glück wie meine. Sie sollten wissen, dass ich dem Primarchen dasselbe geraten hätte. Ja, da kommen wieder die eiskalten Berechnungen. Ich habe übrigens gehört, dass die Salarianer uns helfen. Wie haben sie das geschafft? Hat es was mit dem Angriff von Rex auf der Citadel zu tun? Er soll ja ziemlich wütend gewesen sein. Rex und ich waren wegen der Strategie uneinig. Wenn es dabei um einen Preis für die Rettung der Erde ging, würde ich sie nicht verurteilen. Der Anblick, wenn eine Welt untergeht, ist etwas, woran man sich nie gewöhnt. Jahrtausende Zivilisationen. Ich habe die Proteaner mein ganzes Leben lang studiert. Wenn ich den Sender auf Tessia früher gesehen hätte. Sie hätten Shepards Dechiffrierer benötigt, um ihn zu verstehen. Trotzdem hätte ich etwas erfahren können. Stattdessen hat meine Mutter den wichtigsten archäologischen Fund der Galaxie vor mir verborgen. Es muss für sie ein gewaltiger Witz gewesen sein, dass ausgerechnet ich Proteaner-Forscherin wurde. Die Strafen für das Zurückhalten proteanischer Technologie gehören zu den härtesten im Ratssektor. Vielleicht wollte ihre Mutter sie einfach nur schützen. Mag sein. Danke, Edi. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Mirala.
Wie konnte das geschehen, Shepard? Meine Zivilisation. Die Geschichte der Asari. Jetzt alles eine Lüge wegen der Proteaner. Und ich habe mein Volk für den Katalysator verlassen. Sie hatten nichts mit dem Angriff auf Tessia zu tun. Nichts damit zu tun? Ich habe den Leuten auf Tessia Rettung versprochen. Wie viele Asari sind tot, weil ich Hilfe verlangt habe? Liara, ich brauche Ihre Hilfe bei der Suche nach dem Katalysator. Ich kann diese Zerstörung nicht vergessen. Sollen Sie auch nicht. Aber sind Sie bereit für die nächste Mission? Aber natürlich. Ich wollte nur sicher gehen. Ich verstehe. Ganz ehrlich, mir ist alles recht, was mich jetzt ablenkt, Shepard. Der Rat hätte Tessia früher evakuieren sollen. Sehr erfreut, Sie zu sehen. Hoffentlich geht's ihr jetzt besser. Danke, dass Sie mit ihr gesprochen haben. Wir wussten nicht, was wir sagen sollen. Wir können nicht viel sagen, aber einfach nur da sein. Commander? So. Bittere Pille, ey.